Willkommen zurück zu Mario Kart N64. Wir haben noch zwei Hubräume vor uns, also zwei Grand Prix meine ich, pardon. Diesmal sind wir mal Luigi und fahren den dritten Cup, nämlich den Star Cup. Mit Wario Stadium, Serbitland, Royal Raceway und Bowser's Castle. Bowser's Castle ist wahrscheinlich auf meiner Hassstrecke, auf die ich mich, ich weiß jetzt schon, am wenigsten freuen werde. Aber hey. Mal sehen, wie der Rest wird. So. Dann mal zur Erinnerung, man darf oder kann, sollte, nicht schlechter als wieder Platz werden. Jetzt kann man das ganze Zeugs wieder wiederholen. Yay. Yeah. Das macht nicht so viel Spaß, das kannst du dir vorstellen. So, aber ich erinnere mich an diese Wave Race Tracke, die es auch auf der View noch gibt. So ein bisschen. Ah. Aber jetzt warte ich mal ganz kurz. Weil ich glaube, hier ist die. Ne, alles gut. So, weiter geht's. So, Upsalala, aber die Womats wieder. Also, ui. Luigi ist halt was komplett anderes, Luigi fährt erstmal mal mit Bowser fährt und etwa, wobei eigentlich so krass anders soll es eigentlich nicht sein, weil die Charaktere alle gleich sind und alles, was in anderen Mario Kart Teilen zum größten Teil dann ja Upsalala dann ja nicht mehr der Fall ist tatsächlich. Kleiner Fun Fact am Rande. Komm. Ey, wie ich einfach noch gar kein Item mit meiner Shift-Aktion, wie ich jetzt erwischt habe, so, also. Ey, das ist immer, wie es einfach immer noch erste Runde ist. Wie lange sind denn, hier die Runden, bisschen. Ich meine immer im Ernst. Das ist halt so eine Runde, wo man seine Shift-Skills immer besser hat. Wirklich krass unter Kontrolle stellen kann, also zeigen kann. So nach dem Motto. Hey, ich kann driften! Die Strecke endet einfach immer noch nicht. Beispiel, das ist ein Hupsala schiefgegangener Drift, der eigentlich ein geiler Dauerdrift hätte sein sollen, der ein bisschen in die Hose gegangen ist. Okay, passiert ja mal. So. Ich entschuldige mich für das Hintergrundgeräusche, falls ihr die hört, aber Alter! Die Runden hier! Das ist doch nicht normal. Da wird einen das Wind legen. Wir sind jetzt erstmal der ersten von drei Runden. Denkt was nur so Worte. Alles klar. Das ist eine ganz lange und ausführliche Runde. Die jetzt schon fast 2 Minuten gedauert hat. Ja, man sieht ja das. 2 Minuten 20. Allein die erste von 3 Runden. Das wird da eine 6-Minuten-Runde hier. Also von länger her erst Respekt. Es sind zwar nur 4 Cups, dafür habe ich den Eindruck, dass die Strecken an sich längerer sind. Was an sich auch cool ist. Also nicht so schlecht ist. Meiner Meinung nach. Oh, jetzt habe ich die Banane übersehen. Aber wenigstens tut mein Bildschirm nicht mehr rumflackern und es mal ausnehmen wie beim ersten Mal. Das ist nämlich dezent nervig gewesen, wenn ich mich da zurückerinnere. Ich habe keine Ahnung, was da los war, irgend so ein Bug. Aber ich habe tatsächlich ein paar Leute gefragt. Es wird sehr bald den originalen SNES-Teil kommen. Weil darauf habe ich halt irgendwie richtig Bock, den zu Let's Playen. Der wird auch ein paar Wochen kommen. Weil der ist auch relativ einfach. Und dann habe ich den halt auch abgehakt. Da habe ich quasi den SNES-Teil und den NES. Das gibt es ja gar nicht. SNES-Teil. Den N64-Teil, den View-Teil online zumindest und den Switch-Teil offline als auch online. Das heißt, da brauchen wir noch den Mario Kart Double Dash für den GameCube, dann Mario Kart, dieses für den Game Boy, weiß gerade nicht den Namen, und ja, das war es eigentlich, ne? Na gut, Mario Kart 7 natürlich. Also als nächstes kommt Mario Kart fürs SNES. Und dann wird höchstwahrscheinlich. Ich bin doch unentschlossen, ob ich zuerst Mario Kart für den Game Boy oder Mario Kart 7 bringe. Also eins von den beiden kommt dann halt. Ja,
Und das sind alle, die halt noch dieses Jahr kommen. Also der Game Boy Teil und Mario Kart 7 kommen noch dieses Jahr. Dann fehlt mir eigentlich nur noch Double Dash, was eben nicht dieses Jahr kommt. Und ich glaube, dann habe ich es eigentlich so gut wie alle durch. Und dann nochmal ein Story Mode von Mario Kart 8. Aber der kommt auch erst nächstes Jahr, was alles dann. Genau. Also so in etwa. Keine Ahnung. Der SNES-Teil kommt als nächstes und wird bald kommen. Jetzt wüsste ich, glaube ich, einigermaßen Zeit. Ja, Mario Kart 7 möchten auch bald machen, aber bevor es Mario Kart 7 macht, möchte es Mario Kart 8, 8 Deluxe Online halt abschließen und das möchte ich auch noch ein bisschen laufen lassen. Einfach sein ist Kopflos-Orientierung Mario Kart 7 Herbst sowas, Herbst diesen Jahres. Da kommt was alles, ja doch, macht schon Sinn. Also Frühling kommt SNES Ableger, da kommt der Game Boy Ableger im Sommer und im Herbst, Winter sowas, der, also im Herbst der Mario Kart 7 Offline Let's Play und Hupsala und im Winter dann Online. Macht doch Sinn. Gut, so werden wir es handhaben. Jetzt wisst ihr da auch ein bisschen mehr Bescheid, Leute. Ich glaube, das ist an sich nämlich echt gut. Weil man Karte so was man es halt durcharbeiten kann, da habe ich halt eine Reihe, die ich dann nächstes Jahr halt irgendwann durch habe. Und das ist gut, weil ich mich halt wirklich auch alte Projekte, damit ihr einfach wisst, wie die waren, so keine Ahnung. Ja, da bin ich auch dabei, Mario Party 2. 3 kommt, 3 und 4 plane ist definitiv noch dieses Jahr zu bringen. In Mario Party 2 geht es noch in Frühling rein, Sommer Mario Party 3, Herbst Winter oder Mario Party 4 sowas auf dem Game Boy. Das heißt, Ende Sommer werde ich mir auch ein Game Boy, weil ich habe bis jetzt noch gar kein GameCube, pardon. Weil ich habe jetzt noch gar kein GameCube, werde ich mir auch ein GameCube holen. Was mir aber auch, was zum Henker, was mir aber auch Rest sein kann. Ich meine, Stichwort, wie ist denn das Stichwort? Ja, Super Mario Sunshine. Passt also, ach verdammt. Ich darf nicht letzter als Dritter werden, sonst bin ich am Vierter. Wenn ich jetzt letzter als Vierter werde, ich ticke aus. Vierter. Gerade noch so in Ordnung, ey. Ich war nervig dafür, dass ich die ganze Zeit Erster war. Aber okay, ich muss das gerade immerhin nicht wiederholen. Und das ist ja nochmal was hier, ne? Alter, 6 Minuten allein für die erste Runde, ey. Nee. So. Weiter geht's mit dem nächsten Rennen. Serbetland. Das ist dieses Sorbetland, oder kann man auch von der View tatsächlich. Gott, diese Pinguine, ey. Aber das ist Super Mario 64 Style. Verdammt. Weißt du, wie lange der braucht, um einen einfach hochzuholen, wie das ist? Krank, Alter. Schaut es mal an. Alter. Wie assi ist denn das? Sieht man halt auch null, wo es hingeht. Dieser Erz und die Strecke hier, ey. Wenigstens sind die anderen halt nicht so weit weg, weil 50 CCM. Die ganzen Pinguine da, ey. Und ich muss halt. Darf er nicht letzter als Vierter werden? Das sind alles Rest gewöhnungsbedürftig hier tatsächlich. Nein. Irgendwie halt auch lustig. Gut, die Runde geht zumindest deutlich schneller. Gott! Der Pinguin. Bei diesem Vorbeigehen Streifen ist ganz so schlimm, als erst immer die mehr. Nein! Verfickte Scheiße! Es dauert halt wieder so beschissen assi lang, bis ich dann wieder normal, wirklich normal fahren kann. Deshalb darf man so eine Strecke bloß nicht ins Wasser plumpsen. Bin ich jetzt richtig hier?
Wenn ich mal einen richtigen Abend dran. Ich habe gerade keinen Peil, ob das hier so richtig ist, aber ich glaube schon. Vielleicht war es eine Abkürzung oder so, die ich gerade entdeckt habe. Also dem ist halt bei diesen schönen N64-Ding alles schon gut grafisch, aber wenn man Mario Kart echt Deluxe gewohnt ist, erkennt man halt nicht so krass viel. Aber das ist ja verkraftbar. Ich meine, ich rede nur, um das einfach mal gespielt zu haben und Spaß gehabt zu haben. Und das habe ich beides definitiv. Richtig lustig wird es dann, wenn ich Super Mario 64 dann mal spiele. Kommt aber definitiv nicht, oder zu 90% nicht dieses Jahr, sondern erst nächstes. Also ich kann es natürlich nicht 100%iger Garantie sagen, aber höchstwahrscheinlich werde ich das einfach erst nächstes Jahr bringen. Müssen wir mal schauen. Weil dieses Jahr habe ich halt so viele andere coole Projekte. Ich bringe meist auch Retro-Projekte mäßig. Ich hab Pinguin. Wie gesagt, wenn ihr nicht gerade rumsklittern oder wann die fünfmal streift, gehen diese Dinger eigentlich. Hallo! Was ist das jetzt hier? Gott. Ist ja dringend wieder irgendwie bisschen besser werden. Oder zumindest nicht schlechter. Ich glaube, schlechter also wert ist nicht, ist oder wer zumindest wer. Gut, vierter ist noch voll in Ordnung. Also, es ist natürlich nicht beste, aber da man jetzt wieder nicht richtig viel sieht und alles, ist das noch im grünen Bereich hin. Sagen wir es so, wie es ist. So. Die Strecke hat halb so lange gedauert wie letzte. Also, interessant sowas zu sehen. Interessant. So. Royal Raceway. Also, königliche Piste. Also, spätestens die gibt es tatsächlich noch auf der Wii U oder Nintendo Switch in Mario Kart 8 Deluxe. Ich meine, ich selbst immer ausgerastet mit den Teilvergleise. Aber ich tue es halt nicht auf dem Soundtrack eigentlich dasselbe. Lol. Hashtag Wii U Feeling. Oh, das ist neu. Also dieses Runterfahrtaktik hier. Nein! Ach du Heilige. Das ist ätzend. Lady, das ist ätzend. Und vor allem, wie lange man gebraucht hat, wieder hochzukommen. Das ist ätzender als bei so manchem View-Teil. Ungelogen. Also, ob ich da jetzt hier nochmal einen Anstoß bekomme. Ja, wäre es mir nicht so sicher. Nur dass Beata natürlich noch nicht rumfliegen kann und sowas, was man im Natürlich trifft mich sowas jetzt. Was man im Mario Kart natürlich ist hier nochmal so einer. Dieses Item hasse ist halt wirklich einfach nur wie die Pest. Weil dies ätzend, also dieses, also nicht Stern, sondern dieses Dings-Item. So hier konnte man fliegen im. Das ist die Stelle, wo man dann fliegen konnte, glaube ich, im Achter. Teil, was hier halt logischerweise nicht geht. Deshalb man ja einfach nur Gas gibt, um über diesen Fluss zu kommen. Ey, wer ist denn das hier? Aber hier glaube ich, es ist no way to get the. Bin ich jetzt hier richtig? Nicht, ne? Ach du Scheiße, ey. Yeah. Das Rennen muss ich so sicher nochmal machen. Wie ist hier? Ach, verdammt. Ich hasse diese Stelle. Dann schaut mal, wie es hier ist. Achter durch die Gegend pendelt.
Ich glaube, es gibt für mich keine, aber auch keine Songs. Das ist hier noch irgendwie Vierter werde. Bei aller Liebe zum Spiel. Die Wahrscheinlichkeit dafür steht gleich. Verdammt! Alter, was ist denn das hier? Kann man nicht irgendwie... Nee, man kann da nicht das eine Rennen von vorne machen. Nee, hilft nichts. Du musst jetzt drei Runden durch und das dann nochmal machen, so in etwa. Boah, das ist ja mies. Ich weiß gerade nicht, weshalb es bis ausgerastet hier in diesem Rennen ist. Es wäre tue, aber einmal den Anschluss verloren. Immer verloren, so nach dem Motto. Lol, davon, das sind ja... Moment. Lol. Verdammt. Und doch nicht lol. Was ist denn das? Ich will doch nur hier rauf. Danke. Verdammte Axt, die war mir gerade so nah, aber das heißt immerhin, ich habe noch eine Runde Zeit, die einzuholen. Wenn ich so weitermache, ist das eventuell sogar machbar. Wenn ich wieder keine so dummen Size-Fehler mache, wie jetzt gerade zum Beispiel. Und auch hier richtig abbiege. Und so konnte ich halt jetzt zum Beispiel wieder auf den 6. Platz rangen. Was eigentlich halt gar nicht mal so schlecht ist. Jetzt wieder 4. Jetzt bin ich auf einmal wieder im Rennen drin. Das ist geil. Vielleicht muss das Rennen dann doch nicht einmal machen. Wenn ich jetzt halt hier aufpasse und hier jetzt nicht runterfall. Was halt einfach gar nicht einfach ist. Lol, ich bin der Erste. Von 8 auf den Ersten. Ey, ich sag's das, Leute, so was auch immer nur ist. Wirklich. Ungelogen. Oh, da ist ein Toad in meinem Blickwinkel. Der gerade aber irgendwas abbekommen hat, was mir wirklich restern kann. Aus dem Teil mache ich auch so dumme Sachen. Fast da unten entlang und sowas. Was einfach aufs Übelste unnötig ist, ey. Ja, hier drückst auch die Kontrolle im automatisch nach oben. So wie halt Mario Kart 8 beim Gamepad fürs Hochfliegen. Das ist schon witzig, dass ich das hier auch mache, obwohl man hier eigentlich nicht fliegen kann und ich das ja weiß, dass man es. Die Fakte nicht kann. Nehmt ihr Abstand. Ist im Zweifelsfall alles besser. Nein! Verdammte Scheiße! Bring mich jetzt bloß da nach oben! Du, das machst du nicht. Ficken! Fahr doch! Nein! Ich kann nicht die Scheiße doch nochmal machen! War sogar Erster! Na, sowas ist ätzend. Und ich muss das dann einfach nochmal machen. Das ist wirklich schlimm. Dass man das immer lässt, dass wir den Platz nochmal machen musste. Das ist richtig assi, wenn er kurz vor dem Ziel einfach runterfällt oder getroffen wird. Von Ersten auf den 5. Platz katapultiert wird. Ja, auf dem Platz, das dann eben nicht ausgeht. Das ist halt ein bisschen scheiße, ne? Wisst ihr? Und das kann ich halt nochmal 5 Minuten hier drum rumfahren. Das ist halt einfach bescheuert. Und ich brauch's euch ja nicht so sagen. Ihr seht es ja. Verdammt! Ich kann das halt nicht ins Wasserfall. Ey, ich hasse diese Map. Auf diesem Game. Genau, und weißt du, das kommt vom 1. auf den 8. Das ist so klar. Das ist 50 CCM, das ist die Deppenstufe. Aber wirklich. Ich hasse diese Map. Richtig lustig wird dann gleich die Bowser-Map. Naja, dann spielt man es halt die eine oder so. Eine pro Part kann man uns erlauben, wenn wir die selber machen. Das Video geht locker zu einer halben Stunde lang aus, kann ich dafür, wenn die Strecken so lang dauern und ich eine doppelt fahren muss.
dann reimt sich schon sowas zusammen. Ich bin halt immer noch Fünfter. Und muss man, dass es dringend besser werde. Aber das war gerade so ärgerlich, ne? Nur weil ich dann ausgerutscht bin. Sowas ist echt ärgerlich. Ich fahre jetzt immer so weit weg von diesem See. Damit ich da einfach nicht reinflutze. Weil es ist so verdammt unnötig. Und ich sag gerade nicht so viel, weil ich mich konzentriere. Sondern dass ich das Level einfach schaffe und das keine 100.000 Mal mach. Nach dem Motto. Alter, dieses Driften habe ich noch nicht 100%ig raus. Wie ihr sehen könnt. Weil ich halt auch so ein Game, was aber beim SNES-Ableger übrigens noch krasser ist. Und hier auch ist Driften so eine Sache, das muss man halt einfach können. Wenn man es kann, ist geil, wenn man es nicht kann, sollte man es bloß auch nicht. Alter, Mann, ich hasse es so, dass es hier einfach keinen fucking Ausweg gibt. Das ist doch so assi. Das ist assi. Oh, dass man einfach auch nicht rückwärts fahren kann. Du, ich komme auf die Scheißstrecke nicht klar. Und ich kann halt auch nicht überspringen. Alter! Luigi, was machst denn du hier vor ne verfickte Scheiße? Mann! Natürlich, Leute, aber ihr seht ja, wie krass ich gerade beim Abkacken. Mann! Verfickte Scheiße, Alter, ey. Was ist denn das hier? Wie soll ich denn jetzt ernsthaft den ersten Anschluss wieder bekommen? Ich hasse diese Map. So, doch dann alles zum nächsten Ziel, wenn ich da bin. Verdammte Axt hier. Was hat das mal wieder vorne, die alle sind? Ich bekomme da so besessene Blitz-Items. Nächste müssen irgendeine Form der Art und Weise Ziel von weiterbringen. Au! Hier auch noch die scheiß Fick-Banane, yay. Alter, sowas regt auf. Ich muss, kann ich das heißen, dass ich das ein drittes Mal hier hintereinander fahre? Das ist doch jetzt, ich will doch nur Vierter werden. Ist das jetzt so viel verlangt? Traurigerweise offensichtlich ist das Hund. So, Fünfter. Immerhin. Das ist ja das Gute, dass man es von so weit wenigstens noch einigermaßen wieder reinordnen kann. Aber das kann man halt nur, wenn man noch genügend Platz frei hat. Wenn einem so eine Scheiße kurz vor dem Schluss passiert, ist das halt ein bisschen, ich möchte mal sagen, ungünstig. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb sollte man definitiv vor Schluss aufpassen, was man macht, damit einem da eben nicht sowas passiert. Weil sowas ist einfach nur ungünstig. Und auf sowas habe ich hier einfach auch null Einfluss. Ey, sowas regt doch auf. Dritter. Okay. Gut. Gut. Das nehmen wir an. So, eine Runde sind immer noch vor uns. Ich glaube, das wird tatsächlich, trotz, obwohl ich die auf dieser Fassung hasse, schlimmste Strecke. Fünf Punkte einfach hier so, ey. Ja, ich werde nicht gut in dieser Runde abschneiden, aber das ist mir recht egal. Ja, die ist halt richtig ätzend. Hier werde ich halt auch wieder das für Anläufe oder so brauchen. Ich sehe es jetzt schon voraus hier. Die habe ich schon am DS gehasst, wo die kamen.
Leute, was zum Henker? Das war's mit eigener Ball. Also ich sag's was, die ist ätzend, die Strecke ist und bleibt einfach nur ätzend hoch 10. Wieso bin ich jetzt da in die Banane rein, Alter? Es ist halt einfach ätzend. Wieso fahrst du gerade wie so ein besoffenes Motorrad? Man kann diesem Game auch nicht rückwärts fahren. Das. Mann! Oh, Alter, das ist doch so ätzend. Weißt du, der braucht halt Jahre! Jahre, bis ich dieses Fix-Netz-Lakito. Entschuldigung, meine Worte, habe ich einfach so. Aus also ein bisschen einigermaßen akzeptabel irgendwo hinrankt. Wie schaffe ich das jetzt hier schon wieder? Alter, es fuckt halt erst ab. Ja genau, jetzt setze mich dort nach hinten hin, sonst noch was. Scheiß Arschloch. Genau! Wie soll das denn gehen? Meint er nicht, dass MSB auf die andere Seite drüber setzen sollte vielleicht? Natürlich, dass es so rumbrüllt, aber es regt dieses eine Level hier gerade so dezent auf. Ja, da ist auch ein Abgrund. Woher soll ich das wissen? Leute, wie soll ich jetzt noch irgendwie den Anschluss an die anderen schaffen? Mal Real Talk. Wie? Das ist wirklich noch schlimmer. Das ist echt original eines der ätzendsten Level, die ich je im einen Mario Kart Teil gespielt habe. Das ist einfach so schlecht gemacht. Man erkennt nirgendwo, wo man hinfährt. Und dann fährt man hier halt irgendwie so eine Scheiße, unabsichtigt, knallt dann irgendwo gegen, fällt ins Wasser. Aber natürlich konnte man da jetzt stichhaltig argumentieren, es ist Mario Kart. Aber trotzdem. Ist das halt einfach scheiße. Und ich sehe jetzt auch nicht, wie ich. Bist du. Sag mal, wie kann man denn diesen Absturz hier eigentlich verhindern? Was soll man denn dagegen machen, bitteschön? Alter, das fuckt so hart ab gerade, dieses scheiß Level. Ich meine, ich kann doch nichts dafür ändern. Ich fahr halt einfach rüber. Mann! Natürlich gerade erst meine harten Ausraster. Aber es nervt halt so aufs Übelste. Mal hier einfach mit rüber zu fahren. Und das heißt dann, so man nicht nimmt. Ich meine, die ersten sind jetzt schon gleich im Ziel. Ich kann dieses Rennen nochmal machen, obwohl ich auf diese ätzende Scheiße einfach keinen Bock habe. Ich bin Achter, werde als Achter ans Ziel kommen, bin gerade aufs Übelste angewiesen. Ich bekomme, wenn ich überhaupt Items bekomme, nur scheiße Items, das alles nur, weil man diese beschissene Welt sich nicht umschauen kann. Natürlich, dass ich gerade, ich habe 4 Blöcke hier, die mich aufhetzen. Und natürlich, Leute, wenn ich gerade so flüstere, dass mich keiner so versteht. Aber ich bin gerade so ist hier mein Schicksal. Ich weiß, dass ich das nicht mehr besser machen kann. Das nervt halt einfach. Man ist halt jetzt dann 5 Minuten versammelte Lebenszeit. Es ist ätzend. Es ist einfach nur ätzend. Und hier bin ich wirklich, komme ich klar als Achter ins Ziel. Und nicht irgendwie besser. Alter, das ist so ein Assi-Level. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich nehme alles zurück, was ich im letzten Level gesagt habe. Das Level hier ist viel schlimmer. Und schon wieder falle ich in die Scheiße. Wieso denn auch nicht? Ja. Die erste Fotze überholt mich jetzt schon.
Es ist natürlich alles klar. Schön. Schön. Okay. Okay. Ich glaube, wir machen die Runde nochmal. Also, auf geht's again in dieses ätzende Etwas. Ich hoffe, dass es jetzt wenigstens schafft, als Vierter ans Ziel zu kommen. Dacker, was habe ich jetzt hier diesen besoffenen Fehlstart hier einfach schon mal? Ey, das beboppt mich doch. Mal ganz im Ernst sein, der Real Talk hier. Ich kann es rein in Geist an die eine Kopfschmerzen ins Gesicht brüllen, aber halt auch nicht mehr machen als da. Was hier? Nein. Gut. In diesen Ableger, ich muss mal höllisch aufpassen in dieser Strecke, dass man nicht völlig im Graben versauert. Und das ist halt erst nicht ein. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es ist im ersten jetzt rüber schafft. Ich persönlich glaube ja nicht. Genau. Ich weiß nie, was ich dazu genau falsch mache. Irgendwas mache ich jedes Mal falsch, sodass die Typen mich auf den 5. Platz darauf versetzen. Und ich damit das Rennen eigentlich schon gar nicht mehr gewinnen kann. Und ich habe keine Ahnung, wieso es jetzt zum verdammten 3. Mal hier Heißstelle runterfall. Wenn die andere Bildspuren erst noch schlechter hinbekommt, als es. Trotzdem. Was mache ich an dieser einen Stelle eigentlich immer so gravierend falsch? Dass ich das so krass abbüßen muss. Ist ja ungelogen. Das ist halt. Mann. Die Runde ist. Das ist halt erst so ätzend. Ich bin so froh, wenn ich diesen Zest Grand Prix als Vierter immerhin noch abschließe. Das ist ja auch keine Bitterleistung, aber immerhin. Bei dem, wie ich hier leiden müsste, gibt es verdammt was Lästeres. Und ja, dieser Grand Prix bringt einen zum wortwörtlich Leiden. Kann man jetzt verstehen, muss man nicht verstehen. Und jetzt kommt da wieder die ätzendste Teil. Lol. Den muss man den Controller-Stick einfach noch oben halten. Ich weiß es nicht. Weißt du, dass jetzt vielleicht doch noch eine minimale Chance habe, dieses Level jetzt als bis zu Vierter zu beenden. Natürlich fahre ich jetzt wieder in die Ecke. Man kann da halt auch nicht zurückfahren, was halt die ganze Sache wieder dezent ätzend macht. Das kann man auch rückwärts fahren, ich weiß es gerade nicht. Ich kann zumindest nicht. Natürlich fahre ich jetzt auch noch genau hier dagegen. Aber darüber reg ich mich längst nicht mehr auf, weil das so eine Sache ist, die eh total assi ist. Und ich eh keinen Einfluss drauf habe und ich meine Stumme, die ich noch abbehalten möchte. Wenn ich mich über diese Sachen, genauso wie dieses Scheiße, die man einfach nicht erkennt, auch aufregen müsste, hätte ich eh gar keine Stimme mehr, wenn ich später noch Pokémon Ultra Sonne Let's Playen müsste. Es ist einfach, Gott, okay, spätestens jetzt habe ich es eh verkackt. Da habe ich diese, wie diese Ast noch ein bisschen wieder hochholt, bin ich eh 8er. Lol. 7er. Nicht das meine ich. Aus dem Nix ändert sich dann die Zahl. Einfach so auf den 8. Platz. Und da die ersten jetzt erst am Ziel sind und ist wieder hier gegen. Was bin ich denn jetzt gefahren? Verdammtes Heiße. Ich hab doch nicht viel verlangt. Wirklich, das ist. Mann! Ich hasse dieses Level! Ich will doch hier nur
Ob du mal als Vierter oder besser ins Ziel kommst. Ist das ja zu viel für... Ich töte meinen Controller. Mann, Alter, das fuckt so ab grad. Dieses scheiß Fotzen-Level. Natürlich fällst du da wieder rein! Mich fuckt dieses Level gerade so sehr ab. Ihr konnt erst das nicht glauben. Es kann nicht heißen, jetzt zum dritten Mal hintereinander fahren. Ihr habt's doch an der Glatze. Und das Brüll ist auch rum. Ich hab auf die Scheiße jetzt keinen Bock. Fickt euch doch einfach, Nintendo. Wisst ihr, bei aller Liebe. Ich könnte diese Strecke jetzt noch 100 Mal fahren. Aber das macht es nicht. Ich meine, ihr habt ja gesehen, wie es funktioniert. Und das war eh das letzte Rennen. Das heißt, ihr habt die 4 Rennen gesehen. Ich werde jetzt auch quiet klicken. Hab diesen Grand Prix nicht abgeschlossen. Aber ich bin alle Runden gefahren. Und im nächsten Part bin mit dem letzten Grand Prix machen und den Abschluss lesen. Okay? Weil ich keinen Bock habe, das Rennen jetzt noch ein drittes Mal zu fahren. Mir meine ganze Stimme rauszubrüllen. Werde ich dir sicherlich verstehen. So, ja, und ich entschuldige mich für alle Ausraster und sonst was von diesem Part. Es ist halt Mario Kart, es liegt nahe, dass man ausrastet. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen von dem Part. Ich hoffe, es hat der Trotzmann-Fels gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Meine Stimme ist eh weg und ciao.